Okay, das Jetpack ist leicht zu fliegen mit, ja. Ja, okay, hier ist schon unser Endgegner. Man hört dich eh nicht, weil der Ton viel zu schlecht abgemixt ist. Auf all den alten Bildern im Buch des Meisterdiebs. Wie alt bist du wirklich? Perfektion hat kein Alter. Was? Du bist unsterblich? Kratzen ihn nicht, reißen aber Löcher in den Panzer. Also. Ja, genau. Okay. Muss ich da auch das Ding da oben treffen oder? Nope. Dem weichen wir mal aus. Jo, dem weichen wir auch aus. Oh, hier oben. Ah. Okay, da oben. Nein, hab mich getroffen. Ja, machen wir es nochmal. Irgendwie, ich check's gerade nicht so richtig. Ich versuch's dann einfach zu treffen. Irgendwann. Beziehungsweise ein bisschen auszuweichen. Irgendwann ne, gibt es halt diese Stellen, die ich treffen muss. Wahrscheinlich gleich die Füße. Zwischenzeit weiche ich halt schön diesen Kugeln aus. So, dann kannst du nochmal. Hat er schon die Hälfte der Energie verloren. So, da haben wir auch getroffen. Wow. So, nein. Nein! Oh Mann! Ich konnte halt nicht weiter ausweichen. Ich habe schon die Dinge auf mich durchaus auf mich zufliegen sehen. So, und jetzt bin ich auch gespannt. Also. So, das hat schon mal gesessen. Und jetzt schön auf die Füße zählen, weil da kommt es ja gleich. Das ist halt das nächste Mal. Nächste Ziel halt. Ja, du musst mir überlegen und so. Ich achte jetzt eh nicht drauf, was du mir sagst. Ist mir irgendwie ziemlich egal. Denn ich muss mich auch auf andere Dinge konzentrieren. Da kann ich nicht noch lesen, was du sagst, weil du viel zu leise sprichst. So, ging gut. Und jetzt? Irgendwie das Ding auf dem Rücken wahrscheinlich. Oder einen seiner Flügel. Ja, komm, hier ausweichen und so. Mal schön treffen. Oh, der qualmt schon. So, jetzt. Ja, das war's wohl auch noch nicht. Da kommt doch noch eine Form. Du kennst meine Familie gut. Du musst gewusst haben, dass mein Vater einen Sohn hatte. Wenn du die Kuppers so sehr hast, warum hast du mich geschont, als du das Buch des Meisterdiebs gestohlen hast? Gut, das war ein Fehler. Das Buch des Meisterdiebs schafft keine großen Diebe. Man braucht große Diebe, um ein Buch wie das Buch des Meisterdiebs zu schaffen. Thank you.
labert der langsam. Wow, 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 wow. Okay. Okay, die hält noch zu mir. So, getroffen. So, und jetzt hier hin. Ah. Tja. Ja, jetzt alles mal von neu, ne? Ja, klar. Das war ja so klar. Na gut, Leute, ihr seht, das kann sich nur noch um Stunden handeln mit diesem Endkampf. Aber wir werden das schon schaffen. Ach, kriege ich denn hier kein Glück? Mist, ich glaube, beim allerersten Versuch hatte ich noch Glück aus dem vorigen Level mitgenommen. Kann das sein, zufälligerweise? Und jetzt hier, Chris Headshot. Ah. Jetzt hier schön auf die Krallen hier. Jetzt schön, da kommt der schön... Nein. Jetzt, jetzt hier immer schön hinhalten. Ja, und jetzt noch ein Flügel. Kennen wir auch das Spiel. Nein. So, war's das schon? Natürlich nicht. Doch, jetzt war's das. Okay. So, ein paar Eilung. Ja, ja, ja. Guck mal, ich habe Glück auf dem Rücken. Jetzt habe ich auf einmal eins. Keine Ahnung, woher kommt. So, jetzt hier. Jo. Hier hin. Nein! Ja, weg damit. Irgendwie... Keine Ahnung. Ja. Okay. So. Hat er mich getroffen? Was denn? Nein! Puh, ey, scheiße. Ätzend. Also hier, das habe ich echt nicht so ganz raus, wie ich da... wie ich da ausweichen soll. So, jetzt hier auf den... auf die Hinterfedern. Und auf den Flügel. Ja, ja, ja. Kennen wir alles. Das war knapp. Komm jetzt hier, komm schon. Na, endlich. So, zweite Form. Die erste Form ist eigentlich ganz einfach. Dritte Form anstrengender. Nee, das geht irgendwie nicht so klar. Ich check das leider nicht. Hier, wo ich jetzt hier... Nein! Oh, oh Mann, 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 ey. Ich werde halt immer ungeduldig so, ne? Wenn ich jetzt hier so schon jetzt so häufig abgekackt bin. Also die erste Form ist halt mega einfach und bei der zweiten Form... vertue ich mich halt immer wieder. So, Füße kaputt. Oder, nein, natürlich nicht. Jetzt aber, komm los. Was denn? Jetzt geht kaputt. So, jetzt hier Mitte und jetzt hier rechts und jetzt hier Mitte. So, vielleicht reicht das ja so als Information. Rechts, Mitte
Okay, links. So, das passt schon. So, jetzt das Ding hier nochmal abschießen. Okay, jetzt habe ich's raus. Rechts. Mitte. Ich habe das vorher natürlich auch schon gesehen, dass die immer von der Seite kamen. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass sie trotzdem nicht immer so hier so an dass man immer an derselben Stelle durchkommt. Doch, das ist schon okay. So kann man das machen. Okay. Was ist das schon? Nein! Scheiße. Rechts. Mitte. So. So, das war's. Das ist doch der linke Flügelblatt. Eben war es der rechte, jetzt der linke. Jetzt kommt schon noch eine dritte Form. Das war doch nicht alles. Ich muss an seinen Kopf ran, um ihn zu zerstören. Nein! Oh, oh cool. Ich hab noch einen Versuch. Okay. Wow. Okay. Wow. Scheiße. Ja klar, ach so. Nein, okay, das ist, ey, boah, Alter, das geht mal gar nicht. Nicht nochmal alles von vorne, ne? Wow! Oh Mann. Kennt ihr das Gefühl, wenn man irgendwie gerade bei so einem so einer Stelle, wo man irgendwie alles in einer Reihe schaffen muss und man kommt da irgendwie an so einen Punkt, wo man denkt, das ist halt Unsinn, aber irgendwie denkt man, ey, das schaffe ich nie, das schaffe ich nie. Ich hatte diesen Punkt auch kurz bei Root gehabt, mit dem Krokodil oder was das war. Und ja. Und ich muss sagen, Root war auch schwer. Und die letzte Stelle jetzt hier, ganz ehrlich, ich finde die ziemlich happig. So, die erste, zweite Form ist einfach, aber jetzt hier das letzte, das könnte sich als recht schwierig erweisen. Vor allen Dingen bei diesen Lasern halt durchzukommen. So. Links. Mitte. Rechts. Ist das eigentlich immer die gleiche Reihenfolge? Hat da jemand mal drauf geachtet? So. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Also das war jetzt auf jeden Fall das gleiche, ne? Links. Mitte. Rechts. Mitte. Krass, das ist ja immer das gleiche. Okay. Links. Rechts. Mitte. Rechts. Mitte. Krass. Okay. Komplett das gleiche. Na gut. Hier hin. Oh, hier hin. Okay. So, okay. Also der Weg dahin, der geht an und für sich. Also, bis zu den Lasern. Der ist irgendwie noch machbar. So, hier wird schon das erste Mal kniffliger. Aber das geht alles noch. Hier schön darauf achten, dass man die Kreistaste gedrückt hält. Das hatte ich eben nicht beachtet. Das hatte mich schon was gekostet. So, und jetzt hier. So, hier. Puh. Okay, okay, okay. Wow. Und jetzt? Ich bin an seinem Kopf. Und jetzt verprügel ich ihn. Und hau ihm die Grütze aus dem Schädel. Los, verschwinde. Ha, ha, ha. Geschafft.
Ich hatte Clockwork, den letzten Teil des Buchs des Meisterdiebs, entrissen. Ich hatte die einzelnen Mitglieder der teuflischen Fünf besiegt. Warley, Mugshot, Miss Ruby, den Panda-König und schließlich Clockwork. Ich hatte einen nach dem anderen geschlagen und mein Geburtsrecht geltend machen können. Natürlich hätte ich ohne die Hilfe meiner Freunde niemals so weit kommen können. Ich weiß, dass das alles nicht einfach für sie war und trotzdem haben sie die ganze Zeit zu mir gehalten. Murray, der alte Junge, hat ihn jede Menge gekostet, mit mir aufs Schlachtfeld zu ziehen. Ich weiß, dass er Angst hatte, aber dieser Kerl hat mehr Herz als jeder andere, den ich kenne. Und Bentley hat mir Gott geschickt. Ohne ihn würde ich immer noch auf dem Dach in Paris sitzen. Ein Mann könnte keine besseren Freunde haben. Ah, wer könnte die liebliche Carmelita vergessen? Tja, sieht so aus, als wären wir nicht länger gute Freunde. Wir spielen jetzt wieder Räuber und Gendarm. Ich war mir so sicher, dass sie mir sofort die Handschellen anlegen würde. Aber stattdessen hielt sie Wort und gab mir die versprochenen 10 Sekunden Vorsprung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Eins. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, sie auf dem einsamen Felsen zurückzulassen. Aber ich schätze, ich sehe sie eher wieder, als mir lieb ist. Ja, cooles Ende. Ich meine, ganz witzig, ja. Das war Sly Raccoon, Teil Nummer 1. Mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar 4 an der Zahl, kann das sein? 3 für die PlayStation 2 und dann ist noch einer für die PlayStation 4 rausgekommen. Wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe, ich sage das richtig. Und da gibt es natürlich noch die HD Collection. Ja, auch die müsste es auch geben für die PlayStation 3. Und Xbox möglicherweise auch, weiß ich nicht so genau. Hat Spaß gemacht, im Großen und Ganzen, das Spiel, auf jeden Fall. Der zweite Teil steht bei mir noch nicht im Regal. Vielleicht irgendwann mal. Das überlege ich mir aber noch. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Mal gucken, vielleicht kriege ich irgendwann noch mal Bock auf noch auf noch ein weiteres Sly-Abenteuer. Also der zweite Teil soll mindestens genauso gut sein wie der hier. Also eher noch ein bisschen hochpolierter, besser im Level-Design und vom Spielerischen her. Mal gucken, ob ich mich davon dann noch überzeugen lasse. Wäre natürlich durchaus eine Option. Mal schauen. Nee, ansonsten auf jeden Fall Daumen hoch für das Spiel, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch einigermaßen Spaß beim Zusehen. Es hat euch einigermaßen unterhalten. Ich habe viel gefrustet bei dem Spiel. Kann nicht so genau sagen, woran das lag. Am Spiel oder einfach nur, weil ich ungeduldig geworden bin in der letzten Zeit. Man weiß es nicht so genau. Vielleicht an beiden. Lag es an beiden so ein bisschen. Labarabarber. Ja, was soll ich noch sagen? Ich weiß nicht so genau. Viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Der Abspann ist doch schon abgelaufen. Dann sind wir gleich schon am Startmenü. Es ist ja... Oh, da ist, kommt noch was. Oh, komm, Gottes Willen. Wird... Tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass das Buch des Meisterdiebs noch nicht vollständig ist. Du wirst noch einmal zurückgehen und alle Saves öffnen müssen, um die fehlenden Seiten zu finden. Ich habe aber auch eine gute Nachricht. Wie? Mein Freund hat mir aus Japan diesen coolen Film geschickt. Jetzt rate mal, er handelt von uns. Ja, abunagatta. Ma, Karumarita-chan ni wa warui kedo, konkai mo ore-sama tachi no kachi da. このデータファイルがあれば父ちゃんの仇が撃てるあれはまだ俺が子供の頃だよく父ちゃんの膝の上で遊んでたっけ俺様の一族は代々伝わる義族の家系そして受け継がれた技をまとめたのがこのラクーナの名称その洗練を極めた忍びの技だがそこには必ず守らなければいけない厳しい掟があった貴族たるもの、栄誉にかけて狙うは悪党のみ、善人からは奪わない。
ところが俺様が秘伝書を受け継ぐことになった夜、突然5人のギャングがやってきた。奴らは俺を守ろうとした父ちゃんを、そしてとうとう見つけ出してしまったんだ。大切なラクーナの秘伝書。Ja, das ist doch jetzt das Intro auf Japanisch, wenn ich mal so kurz dazwischen labern darf. Ja, warum wird mir das jetzt gezeigt? Ich wollte mich doch von euch verabschieden. Mario. Ja, ist gut. Ich hab's kapiert. そして秘伝書を取り返す。ちょっと長いな、glaube ich。クーパーは前に恥じない義足になれるか。それとも失敗してご先祖の顔に泥を塗るのか。さあ、俺様たちの運命はどっちだ。Thieves Raccoons。Ja, sehr schöner Film. Jetzt haben wir den auch in unserem Repertoire. Naja, wie auch immer. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass wir alle Saves vom Aufmachen müssen. Ich weiß, eine Seite fehlt auf jeden Fall noch. Das war in dem... In welchem Level waren das? Ich glaube, in diesem hier. Da gab es ja noch... Nee, Moment, war das hier? Scheiße, wo war das denn? 3 von 4? Doch, das war hier. Guck hier, 4 von 4... 5 von 5 Saves und hier sind 3 von 4. Da gab es ja noch diesen einen Save, den wir nicht öffnen konnten. Ja, natürlich, das war in dem Level, wo wie heißt die Füchsin jetzt nochmal? Scheiße, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Na egal, wisst ihr Bescheid, die Polizisten halt hinter uns her waren. Und da den Save konnten wir es öffnen, nachdem wir ja irgendwie diesen eulischen Dialekt oder sowas oder nachdem Mantle diesen eulischen Dialekt entziffern konnte. Wie auch immer, Labarababa, soll ich das noch nachholen? Für diese, na, ich glaube, es lohnt sich nicht, ne? Spiel's doch selber, mach das doch selber mal, weil macht im Großen und Ganzen Spaß das Spiel. Und ich sage einfach mal an dieser Stelle dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus.